Mari, lass los. Mari, ich muss einen Vlog machen. Lass los, bitte. Mari. 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 Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier von der Bergwerk Labs Lobby. Und ich bin very impressed von eurer Arbeit, denn ich habe es ja in den letzten Videos immer mal wieder erwähnt, wir haben eine große Geschenkaktion während der Weihnachtszeit hier auf dem Bergwerk Labs Server und das seht ihr hier schon, total gefundene Geschenke. Wir haben hier überall auf der Lobby 100 Geschenke versteckt, das seht ihr rechts ja im Scoreboard, dass ich 2 von 100 habe, ich suche gleich noch ein bisschen mehr und insgesamt wurden schon 820.201 Geschenke gefunden und dadurch wurden bei 800.000 jetzt der Schnee freigeschaltet, das heißt es gibt hier jetzt Schnee und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Der nächste Meilenstein, ich kenne ihn nicht so, sind Winter Secrets. Oha, da bin ich gespannt. Vermutlich bei 1 Million. Ich wollte jetzt hier mal ein bisschen rumgehen und Geschenke suchen und währenddessen ein bisschen über Troublecatch schnacken. Denn viele von euch haben in den letzten Tagen immer mal wieder in die Kommentare geschrieben, auch weil ich den Banner ja, mein Header auf der YouTube-Kanalseite geändert hatte. Was ist denn eigentlich Troublecat? Ich habe ja auch neues Merch jetzt rausgebracht. Das könnt ihr übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne käuflich erwerben. Das seht ihr hier. Ich trage schon das Shirt mit dem Troublecat Multikopf. Und da haben zum Beispiel jetzt eben viele gefragt, was ist denn da los? Was ist denn der Marty? Kenne ich nicht. Warum gibt es denn jetzt als Merch? Das habe ich sonst nie gesehen bei dir. Marty war neben dem Indie, der hier hinten gerade schläft, mein weißen Kater, den dürftet ihr vielleicht eher kennen, war eben mein zweiter Kater. Und der ist vor einem Jahr im Sommer 2015 gestorben. Und es war eine Aneinanderreihung unfassbar unglücklicher Zufälle, die schlussendlich dazu geführt haben. Und war eine ganz, ganz furchtbare Zeit. Und er fehlt mir immer noch wahnsinnig, weswegen ich dann irgendwann, das war Anfang des Jahres, da hatte ich gerade mit Kedos und Delay das Büro, das habt ihr auch nicht so richtig mitbekommen, weil ich das nie wirklich so öffentlich kommuniziert habe. Aber ich habe da halt schon überlegt, ich will den Marty, der wie gesagt, also ihr kennt das ja, wenn ihr Tiere habt, die werden ja dann doch relativ schnell zu Familienmitgliedern und ich wollte irgendwie Marty weiterleben lassen. Und als dann irgendwann die Frage aufkam, mache ich neuen Merch, kam relativ schnell irgendwie der Gedanke auf, komm, du lässt Marty in diesem Merch irgendwie weiterleben. Und dann hatte ich mit den Jungs ein bisschen gebrainstormt und dann kam der Kedos auf den wunderbaren Namen Troublecat, weil ich auch einen Namen gesucht habe, unter dem ich die Kurzfilme laufen lassen wollte. Ihr kennt das ja, jede coole Filmfirma oder jeder Film hat ja immer, ist von irgendeiner Filmfirma produziert worden. Und das, da gibt es dann beispielsweise Lucasfilm für Star Wars oder 20th Century Fox, Universal Pictures und. Und ich wollte irgendwie sowas auch haben. Ich wollte jetzt nicht immer nur Herr Bergmann präsentiert, sondern ich wollte irgendeinen Firmennamen, in Anführungsstrichen, der eben die Filme in Zukunft immer einlädt. Und auch dafür war Troublecat dann eben gedacht und dann ging es halt eben an die Frage, was für ein Logo hat das? Und dann habe ich ein Bild von Marty genommen, das ich sehr, sehr lustig fand. Das findet ihr übrigens auch auf Instagram, das Originalbild. Und habe dem einen roten Bandana aufgesetzt, weil Marty allgemein immer so ein bisschen so ein Troublemaker halt war. Deswegen auch Troublecat, der hat immer irgendwie Ärger gemacht, es hat irgendwie immer, weiß ich nicht, immer Chaos angerichtet. War ein ganz, ganz außergewöhnliches Tier. Jetzt muss mir wirklich, das ist natürlich sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Marty, willst du selber die Runde spielen oder was? Marty, ich habe mir gerade eine Runde zu spielen. Vielleicht ist das hier auch ein Ding, das... Das hat jetzt Marty gerade hier die Pflanze umgestoßen. Das ist natürlich fantastisch. Das ist eigentlich so ein Moment, wo ich jetzt ganz gerne die Aufnahme unterbrechen würde, um mal kurz zu gucken. Und dann habe ich eben noch das rote Bandana draufgesetzt, um nochmal so ein bisschen eben auch so Karate-Katze irgendwie. Ich fand das irgendwie eine süße Idee. Und das ist eben eigentlich die ganze Hintergrundgeschichte, warum jetzt ein Katzenkopf den neuen Merch ziert. Und nicht irgendwie ein Bergmann-Logo oder sowas, weil ich einfach diesen Kater, den ich sehr vermisse und der mir sehr am Herzen lag und der ein sehr, sehr guter Freund war, dass der einfach irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiterlebt und das jetzt eben in Form der Shirts und in Form der quasi Produktionsfirma, die jetzt immer hinter meinen Kurzfilmen steht. So, und eigentlich war geplant auch, dass ich einen Zweitkanal in Zukunft aufmache. Die gibt es auch schon, Troublecat nennt er sich auch. Und darauf wollte ich die Kurzfilme laufen lassen. Vor dem Gedanken habe ich mich ja wieder so ein bisschen entfernt. Ihr wisst, ihr habt das mitbekommen, allgemein auf YouTube. Viele haben immer zwei Kanäle aufgemacht, dann wurden die wieder zusammengeführt und. Das ist so ein Wechsel, man probiert da irgendwie immer viel rum. Ich bin jetzt für mich auch zu dem Entschluss gekommen,
halt alles über einen Kanal laufen zu lassen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt ein bisschen auch den emotionalen Wert für mich hinter dieser Kollektion oder allgemein hinter diesem Namen. Im besten Fall wisst ihr jetzt, wer Marty war und warum es Trouble Cat heißt, und ihr könnt das nachvollziehen, warum mir das vor allem emotional eben wichtig war, das so zu nennen. Ich konnte auf jeden Fall verstehen, dass jetzt in den ersten Tagen so ein bisschen Verwirrung aufkam, dass auch ein paar Leute schrieben, ja, das Merch gefällt mir jetzt nicht so gut, weil natürlich erstmal so dieser Bezug zu Herr Bergmann auf den ersten Blick eben nicht erkennbar ist, weil eben Marty vielen von euch nicht bekannt war. Wobei ihr natürlich sehr, sehr gerne mal durch die alten Videos durchgehen könnt und dann findet ihr vielleicht den einen oder anderen Ausschnitt davon Marty, der sich, wie gesagt, immer so ein bisschen in die Let's Plays reingemogelt hat. Ich musste immer an eine Folge denken, die kann ich euch mal verlinken, als ich mit Sturmwaffel aufnahm und mitten in einer Survival Games Runde in einem super spannenden Kampf tauchte plötzlich Marty auf, sprang so irgendwie auf den Tisch und hat uns irgendwie mega dabei abgelenkt. Das war so ein typischer Marty-Zug und genau das wollte ich eben auch widerspiegeln in diesen Shirts, eben auch allen voran eben diesem Motiv-Shirt, das ich übrigens, das habe ich hier auch liegen. Zack, wupsa. Hier sieht man auch schon ein bisschen so eher den Herr Bergmann-Einfluss. Ich zeige es einmal kurz hoch. Bop. Eben, das habe ich ja schon in dem letzten Video gezeigt mit Marty und auf einem Hoverboard. Hier sehen wir den DeLorean. Da haben wir auch wieder den Herr Bergmann-Bezug. Und eben, ich fand die Idee total lustig, dass eben so Hunde mit Jetpacks quasi die Gegner sind. Und im Hintergrund explodiert Pineapple Bay. Also ein bisschen hier, Herr Bergmann haben wir auch drin. Und da sind noch ein paar weitere Sachen geplant. Es gibt übrigens auch einen Beutel dazu. Also, falls ihr zum Beispiel für den Sportunterricht, den ihr ja garantiert nie schwänzt, gibt es dann auch diese coolen Taschen hier, die könnt ihr auch unter bergmannshop.de quasi kaufen und ich verlinke euch das alles nochmal in die Videobeschreibung. So, und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr irgendwie ja jetzt besser nachvollziehen könnt, was hinter der Marke Trouble Cat steht und warum das eben so, mir so wichtig ist. So, und während ich jetzt hier noch ein bisschen mich ins gruselige Piratenschiff hier begebe, auf der Suche nach ein paar Geschenken, aber irgendwie ist mir das hier zu gruselig, hoffe ich, dass ihr verstanden habt jetzt, was eben dahinter steht. Es muss ja auch nicht jedem gefallen. Also wenn euch die Shirts nicht gefallen, bin ich der Letzte, der euch da irgendwie böse ist. Aber ich spreche dann halt nicht mehr mit euch. Nein, Quatsch. Aber ich hoffe, das ist eigentlich die Kernaussage, die ich mit diesem Video auch irgendwie treffen wollte, oder zumindest das Hauptanliegen, dass ihr einfach versteht, was einfach dieser emotionale Bezug ist. Und ja, das soll es eigentlich dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Nochmal ganz kurz die Fakten zusammengefasst. Trouble Cat sollte ein Zweitkanal werden, ist aber kein Zweitkanal, sondern alles läuft weiterhin über diesen Kanal. Ich sehe jetzt den Herr Bergmann-Kanal, auf dem ihr jetzt gerade seid, einfach als Hybrid aus Trouble Cat und eben Herr Bergmann. Die Let's Plays laufen weiterhin hier und alle Kurzfilme laufen wie gewohnt auch hier, nur haben dann eben 5 Sekunden vor dem Film ein kleines Intro, wo dann eben der kleine Marty, die kleine Trouble Cat eben zu sehen ist. Es ist übrigens auch nochmal, aber das, wie gesagt, ist jetzt noch ein bisschen weiter entfernt, auf jeden Fall erst nach Bergwurst, eine kleine Marty-Trouble Cat Serie geplant, wo ich eben so ein bisschen auch dieses Shirt, was ich euch gerade gezeigt habe, nochmal storytechnisch verarbeiten möchte. Mit einer 80er-Jahre-Version quasi, mit Marty als Cop, als Polizist, der irgendwie eben genau wie auf diesem Motiv die verrücktesten Abenteuer erlebt. Da ist auch nochmal eine Menge geplant. Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Also, ich hoffe, ihr habt verstanden, warum mir dieses Video sehr, sehr wichtig ist und ich will euch jetzt gar nicht länger damit langweilen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei der heutigen Folge Wonderland wiedersehen, wo uns garantiert viele spannende Abenteuer erwarten und es werden auch neue Zuschauer heute reinkommen. Und ansonsten in den nächsten Tagen unbedingt aufpassen, denn es wird ein kleines Revival einer Serie geben, die vor einem Jahr bereits anfing. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich mich da sehr drauf freue und vielleicht habt ihr ja auch Spaß daran. Also, euch noch einen fantastischen Tag, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung da und ansonsten, ja, besinnliche Weihnachtszeit für euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Bergmann.